Ich mag dieses, wenn es hier so runterläuft, das sieht irgendwie so ein bisschen cool aus. Ab, 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 ab. Das darf nicht sein. Da müssen wir auch noch was fertig machen. Ich hab hier klar kleine bisschen Ideen, was wir hier noch machen können. Also ich hoffe, es dreht euch nicht auf, dass ich mit 25 FPS spiele. Aber ich glaube eher weniger, das ist irgendwie nervig. Hauptsache, ihr könnt zugucken und alles, ja, prima, lalala, und ja. Hier und je, Wasser tun wir mir unten hin. Bogen ganz kurz. Wir haben, der ist eh bald kaputt, also können wir den ganzen Bogen bauen. Saplings, ich hoffe, da haben wir eine extra Kiste. Ich glaube, die tun wir gleich rüber. Sattel auch. Redstone bleibt hier. Weizen bleibt auch da. Eisenhacke kann hier bleiben. Schwarze Pulver kann auch hier bleiben. Feuerstein. Wir machen jetzt mal ein Feuerzeug. Einfach mal so. Einfach mal so aus Spaß. Einfach mal so ein Feuerzeug. Ah, die Chille bei der Musik, bei den Circles, die mag ich am meisten gerade. Ja, die mag ich am meisten. Faden. Siblings kommen mit mir. Feen können eigentlich auch hier bleiben. Spinnenaugen kommen mit hier rein. Da ist nichts mehr, okay. Dann kommt hier das ganze Gestrüpp an Pflanzen halt rein. Ich bin ja so ein grüner Typ. Eigentlich können wir die Blumen irgendwo mal einpflanzen oder halt irgendwie mal ein bisschen färben. Das geht ja eigentlich nur mit Lederrüstung, ne? Genau. Ich glaube kaum. Ach man, dass man irgendwie Eisenrüstung irgendwie färben könnte, aber es wäre irgendwie. Ach man, was ist da gerade los, ey? Ich hab bisschen. Ach man. Bisschen kleiner. Oh Gott, ich kann mir mal die drehen, ey. Wahnsinn. Wie viel Brot können wir machen? Okay. So, eins kommt da hin, eins kommt da hin, eins kommt da hin, bla bla bla. Brot, Pam rüber. Wir können 4 Brote machen. Hm. Aber wir brauchen auch mal Pfeile. Haben wir irgendwo Pfeile? So, Federn haben wir da. Brauchen wir noch. Wir müssen wieder Holzfarm gehen. So leid es mir auch tut. Erstmal wehtun. Ich glaube, ich habe hier oben bald mal vor, so ein kleines Holz sitzen, wo überall Holz, also hier so vielleicht, wo überall Holz Kissen sind. Dieses Haus müssen wir auch mal benutzen. Ich glaube, das wird sogar Gamezocks Haus, wenn es ihm recht ist. Dann lasse ich mal. Ich bin gerade voll vom Thema abgekommen. Also ich will eigentlich da hinten gerade Holz abfällen, aber nee. Ich glaube, da mache ich hier so ein paar kleine. Ja, ich habe eine Idee. Hier wird auf jeden Fall dann eine Kammer sein. Habe ich so vor. Hier eine kleine Chill Lounge vielleicht, hier wo man ein bisschen werkeln kann. Die ist dann meine Werkbank. Oh schön. Ja, einfach mal auf der Couch hier so drauf gehen. Ja. Gehen wir mal rüber. Essen unser gebratenes Hühnchen. Nam nam nam. Ups. Hallo Holz. Ja, schon heute schon geholzt. Hehehehe, der war so schlecht. Halbe Stunde nehmen wir noch auf. Also ich zumindest. So ungefähr haben wir 4-5 Farts wieder. So. Alter, wir haben echt einen Holzmangel, obwohl wir hier in der Gegend Holz haben. Ups. Ich brauche Hilfe, wenn wir beim Holz hämmeln. Ganz kurz, Leute. Ich kann das gerade nicht irgendwie. Ich muss kurz hier so runterstellen. Dann läuft es gerade ein bisschen besser erstmal. Fürs Erste. Also wir fallen eh gerade noch Bäume ab, deswegen können wir hier ruhig irgendwie die Chance runter tun. Ich wollte gerade sagen, warum hier so ein Birkendings ist. Also ein Birkendings, ne? Versteht man sicher. Übrigens nochmal kurz zum Hater-Kommentar von vor ein paar Folgen vielleicht, keine Ahnung, oder. Ich glaube von letzter Folge, keine Ahnung. Auf jeden Fall hätte er Kommentare, es gab ja eins, ich kann gleich mal nach auf YouTube gleich mal gucken gehen, was er da geschrieben hat.
Aber ich glaube, das lese ich eher nicht vor, sondern lasse ich lieber vom Bon. Naja, okay, ich hab's eher erwähnt, von daher kannst du eh vorlesen. Gleich. Weil einfach Hater-Kommentare stören mich eigentlich gar nicht. Weil ich sie einfach ignoriere und einfach die einfach wirklich voll haten und sagen, Kanal löschen. Werden von mir auf jeden Fall gesperrt für den Kanal. Also Kommentierung, alles kann er nicht mehr machen, nur meine Videos ansehen. Und bewerten sollte er auch nicht mehr. Also wenn euch meine Videos nicht gefallen, einfach deabonnieren oder halt, weil eigentlich ist mir die Abozahl eigentlich ganz egal. Ich mache eigentlich Videos zum Spaß und möchte meine Klasse und meine ganzen Kameraden und Nachbarklassenkameraden nach nebenbei, aber ich meine, also Nachbarklasse will ich auch unterhalten. Es gibt ja schöne Zuschauer bei mir, die ich gerne unterhalten möchte. Und ja, es ist eigentlich ganz lustig dann auch. Und meist reden wir über meine Let's Plays oder mal gucken, was wir machen können. Zum Beispiel, ich wollte auch eine Runde Survival Games mal aufnehmen. Bin aber noch nicht gekommen, wie zum Beispiel auch Battlefield wollte ich auch noch mal ein bisschen aufnehmen, habe auch einmal eine Folge gemacht. Leider war da so, dass das Spiel auch mal ein bisschen aufgehangen ist und aufgestürzt ist und bla bla bla. Und dann hatte ich wenigstens eine 10 Minuten Folge da, bisschen, also 10 Minuten Part da, es ging über eine halbe Stunde oder so. Auf jeden Fall, ich muss auch gucken, dass ich bei Mr. Games auch das da noch rein tue, also die Beschreibung, also sein Video, noch in die Beschreibung reinpacke. Mache ich glaube ich schon später, wenn ich mich dran erinnere. Und gleich kommen die ganzen Creepers und alles wieder. Dann gehen wir nach Hause und gehen schlafen, dann gehen wir weiter auf Holzfällen. Auf jeden Fall, Hater-Kommentare interessieren mich eigentlich wirklich nicht und ich freue mich eher noch auf positive, wie eigentlich jeder eigentlich ist, voll auf positive Kommentare, ne? Weil einfach, es ist irgendwie ein bisschen unverschämt, wenn er einfach mal sagt, ja, mach's besser, bla bla. Also ich sag immer, ey, Kevin, du machst nicht so gute Let's Plays, bitte. Mach was anderes und so, bitte hör auf damit. Dann sage ich immer so, fang doch mal selber an, Video zu machen, zu rendern, zu schneiden und lang zu reden halt, ne? Wie jetzt zum Beispiel ich auch lang reden will. Und die machen einfach, ich sag so, nee, kein Bock, also sagen die eigentlich immer. Und ja, sage ich halt so, ja, Pech, ja. Weil die, ich weiß, die können das gar nicht so wirklich so lang babbeln oder so lang spielen. Irgendwie war gerade so ein, gerade eine Workbench spawn, aber fast nur. Weil ich weiß, die können das gar nicht so wirklich, deswegen. Fühlt aber euch nicht angesprochen, ne? Also, die Let's Plays machen sind sehr gut dabei. Macht auf jeden Fall mit Spaß und munter. Ich mach's eigentlich immer auch hobbymäßig Spaß und einfach so, weil einfach man damit eine gute Community hinbekommt und einfach, ja, der Spaßziel eigentlich bei mir eigentlich, das ist eigentlich, ne? Ah, das kennt ihr ja bestimmt. Man kann einfach so über einen Block übersprinten. Auf jeden Fall, ich finde auch eine gute Community bekommen. Bin aber halt ein bisschen geduldig damit. Ich mache einfach nur Videos aus Spaß. Ich mache den Umgang mit YouTube und alles, mit Internet und alles, ne? Ich bin auch viel dabei, auch mit GameStar und alles. Gucke ich auch sehr gerne, gucken, ob neue Games. Guck ein paar Features an, wie zum Beispiel Watch Dogs. GTA 5 von früher, wo es früher gehypt wurde, wo die Weltrekorde nach einer nach dem anderen aufgestellt haben. Alter, das ging so schnell weg, die GTA 5. Das ist unglaublich gewesen, das Spiel. Finde ich bis heute immer noch, das Spiel ist richtig unglaublich geworden. Einfach hammergeil. So. Uiuiuiui. Hier rüber. Vielleicht nehme ich sogar eine Runde Survival Game später auf. Mal sehen, wer weiß. Mal sehen, vielleicht wird er ja schon gesehen oder auch nicht. Vielleicht kommt es ja noch. Aber ich kann nichts versprechen. Ich kann es vielleicht nur andeuten. Ja, ich kann es andeuten. Ja, ich deute es an. Also ich zeige drauf, ne? Oh. Ich zeige es, während ich es drauf zeige. Ich zeig dich an. So. Einfach mal so ganz locker flockig, easy. Wartet mal. Channel switch. Ganz locker flockig, easy. Ja, okay, mein Mikrofon ist noch da. Oh Gott, ganz kurz wieder in Channel switched. Sende Switch gehen, ja genau, in AFK. Von meinen 383. Wir suchen übrigens noch ein paar Spieler in Panzerbataillon 383.
Aber halt nur über 18, ne?